Herzlich willkommen zurück zu Paradise, hier ist Goretti. Beim letzten Mal wurden wir von der verrückten Ingenieurin Dada gefangen genommen. Es ist uns allerdings gelungen zu entkommen. Und jetzt müssen wir ganz schnell, denke ich, aus dieser Mine raus, weil ich weiß nicht, unten läuft die Mine zu. Können wir Bill noch warnen? Oh, unser Tigger läuft mit uns daher. Bill! Kann ich mit dir reden, Bill? Nein, ich kann mit dir nicht reden, Bill. Doch, ich kann mit dir reden, Bill. Lauf weg, Bill! Ah, Bill. Ach, ich bin wirklich froh, Sie wiederzusehen, Miss. Wir müssen verschwinden. Das Flusswasser überschwemmt die Mine. Beeilung, wir müssen sehen, dass wir hier rauskommen. Nein, ich kann doch hier nicht meinen Posten aufgeben. Ich will nicht dorthin zurück. Die Sonne tut meinen Augen weh. Bill! Bill, machen Sie sich nicht lächerlich. Gehen wir. Ebene 975 ist gerade dabei, verschlungen zu werden. Wenn Sie verschwinden wollen, können Sie mit dem Elefanten hinauf, Miss. Ich bleibe hier auf meinem Posten. Bill, das ist nicht gut. Wann wird der Elefant nach oben gebracht? Jetzt. Es ist Zeit. Ich werde den Lastenaufzug bereit machen. Bill, was ist an der Oberfläche geschehen? Ich habe keine Ahnung, Miss. Niemand antwortet auf dem Videofon. Ich muss gehen. Gut, also du machst den Lastenaufzug bereit mit dem Elefanten. Wo ist das? Hier scheinbar nicht. Hier können wir nur noch wieder nach unten. Schade, dass Bill nicht mit uns gehen möchte. Ist der Lastenaufzug... Wo ist der Elefant? Ist das hier der Lastenaufzug? Hier ist gar nichts. Wo muss ich hin, verdammt nochmal? Ey, die Mine läuft zu und ich laufe hier blöd rum. Okay, hier bin ich offensichtlich falsch. Gut, dass uns das Spiel so viel Zeit lässt, dass wir uns in aller Ruhe hier überall nochmal umsehen können. Wo ist der Elefant? Das gibt's doch nicht. Ach, hier gibt's noch einen Weg. Meine Güte, nee. Das ist aber auch echt kompliziert. Los, Bill, wenn du dich schon nicht retten willst, dann rette wenigstens mich. Zack, und weg von hier. Sehr geil. Eieieiei, was ist das denn hier? Hier hängt... Oh, da noch ein Toter. Was ist hier passiert? Sie sind am Leben. Sie können nicht bleiben, Malkia. Sie müssen fort. Warum nennen Sie mich Malkia? Weil Sie die Tochter von Rodon sind. Und weil seine Tochter Malkia genannt wird. Malkia Rodon Crown. Malkia, sagen Sie? Malkia Rodon Crown? Ja, Malkia. Sie werden seit mehr als 10 Jahren vermisst. Was geschah mit Harambee? Ich sah ihn über der Höhle hängen und all diese Leichname. Was ist passiert? Harambee meldete an die Soldaten von Rodon, dass sie hier seien. Er versprach gut auf sie aufzupassen, bis die Soldaten ankommen würden, um sie mitzunehmen. Aber sie flohen ja aus dem Gefängnis von Harambee. Dann sind die Soldaten von Rodon für dieses Gemetzel verantwortlich? Als die Soldaten ankamen, sahen sie, dass sie weg waren. Sie dachten, sie wären tot, begraben unten in der Mine. Dann wurden sie sehr böse. Sie sagten, dass die Leute von Samarat Verräter wären. Und dann töteten sie jeden, Malkia. Oh Gott, Entschuldigung, aber ich habe das jetzt gerade nichts gesagt. Ich musste jetzt ganz oft hintereinander niesen. Das heißt, ich habe mein Mikro auf stumm geschalten. Und ja, so ist das. Rodon? Rodon, es war Rodon, der... Ihr Vater ist ein Monster und ein Mörder. Oh oh. Das ist nicht wahr. So etwas können Sie nicht sagen. Sehen Sie sich um, Malkia. Prägen Sie es sich ein und dann gehen Sie weg von hier. Ja, das ist wohl wahr, wenn man das so sieht hier. Und der hat alle einfach umgebracht, nur weil wir letzten Endes aus dem Gefängnis entkommen sind. Heieieiei, das ist nicht schön. Überall brennt es scheinbar, zumindest da im Hintergrund.
wenn ich das so richtig sehe. Ich weiß nicht, können wir da überhaupt nochmal wieder hin? Wir sind also tatsächlich Malkia Rodon Crown. Ah, und schon sind wir auch wieder unterwegs. Nun, in Samarat hat sich alles verschlimmert. Malkia, wo ist Malkia? Wir wissen es nicht. Sie ist verschwunden. Es gab eine Überschwemmung in der Mine und... Und? Wir fanden sie nicht. Niemand weiß, wo ihre Tochter jetzt ist. Och, die Tochter macht sich's gerade recht gemütlich auf einem Elefantenrücken und wandert durch die Weltgeschichte. Boah, schön, oder? Das sind mal wirklich schöne Bilder. Was ist lustiger? Wo gehst du hin? Na toll. Und schon wieder gefangen. Das gibt's doch nicht. Liebe Zuhörer, Sie hören gerade das neue Morania, die offizielle Radiostation der demokratischen Befreiungskräfte von Morania. Live aus Madagen sendend, laden wir Sie ein, einer Rede des Oberst Siri, Führer der revolutionären Kräfte für ein neues Morania, zuzuhören. Liebe Landsleute, die Zeit des despotischen Regimes des Schlechters Rodon läuft ab. Nur die südlichen Provinzen widersetzen sich noch. Aber es ist nur eine Frage von wenigen Tagen, bis der Diktator Rodon seinen blutbefleckten Thron wird aufgeben müssen. Wir erleben ihn bereits jetzt ohne Kraft, um unseren Angriffen zu widerstehen. Seine Minister und Generäle verlassen ihn. Der abscheuliche Tyrann verbirgt sich im Bauch des schwarzen Gewölbes. Landsleute, ich sage euch, dass wir ihn finden werden und morgen werden wir Gerechtigkeit in Morania haben. Lang lebe die neue Demokratie von Morania! War's das, ja? Darf ich jetzt wieder weiterreden? Ja, wir sind gefangen. Oh, wir können... ja, ich erinnere mich an diese Szene, die war sehr lustig, die habe ich nie hingekriegt. Gut, aber erstmal rede ich mit diesem netten Soldaten. Der ist bestimmt ein freundlicher. Hey, Sie da! Hm? Lassen Sie mich hier raus, ich möchte mit Ihrem Führer sprechen. Hören Sie mich! Ja, was heißt denn hier Pss? Lassen Sie mich bitte hier raus. Ich habe nichts mit diesem Krieg zu tun. Ich bin eine Schweizer Bürgerin. Der Chef wird entscheiden, was wir mit Ihnen tun. Und im Moment ist er viel zu beschäftigt, sich um Sie zu kümmern. Hey, hey, hey! Öffnen Sie diesen Käfig! Öffnen Sie ihn! Es ist in Ihrem eigenen Interesse, Ihren großen Mund zu halten. Weil es keine großen Umstände machen würde, ihn für immer zu verschließen. Hallo, jetzt sei mal ein bisschen freundlicher zu uns, ja? Hey, Sie da! Hm? Öffnen Sie diesen... Es ist in Ihrem... Okay, der wird wahrscheinlich immer wieder nur das Gleiche sagen. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, uns hier selber zu befreien. Da sehe ich, keine Ahnung, ein Ast. Könnte so ein Ast sein. Ja, jetzt gilt es, diesen Käfig zu schwingen. Ja, und wie ich mich darauf freue. Nicht... Weil man muss immer in bestimmten Augenblicken schwingen. Ja, da ist es schon wieder. Jetzt wird er schon wieder langsamer. Ah! Ja, genau. Und wieder nichts geschafft. Heieieiei. Komm, das war schon mal besser, Malkia. Komm, du schaffst das, junge Frau. Ah, nee, das wird nichts. Ja, jetzt aber. Jetzt nehmen wir Fahrt auf. So richtig. Kommen wir da schon dran? Nein? Ah, doch. Doch, 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 doch. Wir haben den Ast. Nein, wir haben nichts. Schade aber auch. Und jetzt können wir nämlich... Ja. Das... Es kommt alles langsam wieder. Komm mal, Kehr. Nimm mal Fahrt auf, junge Frau. Ach, Himmel. Oh, wie ich diese Käfigsache hasse. Ja, das sieht schon besser aus. Komm, junge Frau. Und jetzt hier. Zack, zack, da kommst du dran. Komm schon. Oh. Und nochmal Fahrt aufnehmen.
Zack! Geht doch! Das hast du jetzt davon. Oh, nun entscheiden Sie sich endlich dafür, mich doch freizulassen? Bremsen Sie sich mit Ihrem Jubel. Wieso? Ah, der also, Revolutionär. Hallo, Makia. Ich bin froh, dich gesund wiederzusehen. Ja? Ach so, ich muss ihn anklicken. Alles klar. Entschuldigung. Kenne ich Sie? Konrad. Konrad Siri. Ganz ehrlich, Magia. Ja, du bist der Revolutionär. Konrad Siri? Nein. Ehrlich gesagt, nein. Sie sind doch derjenige, der diese Revolution anführt. So könntest du es sehen, Magia. Nun, dann vermute ich, dass dies Ihre Stunde des Triumphs ist. Zweifellos, Magia. Es ist nur noch eine Frage von Tagen. Aber es gibt noch Nester von Rodon-Loyalen, die über das ganze Land verstreut sind. Ich habe ein paar kleine Probleme mit meinen Erinnerungen. Leider bin ich darauf angewiesen, zu glauben, was die Leute über mich erzählen. Ich verstehe. Aber wir sind alte Bekannte, Magier. Aus Genf. Versuch dich zu erinnern. Ich erinnere mich nur an die Gärten der Universität. An nichts anderes. In Genf planten wir gemeinsam diese ganze Revolution. Wir nannten unsere Bewegung Neues Maurania. Erinnerst du dich nicht? Erinnerst du dich nicht an die endlosen Diskussionen über die demokratische Zukunft dieses Landes? Nein. Sie sagen, ich wäre die Tochter dieses Königs. Das ist total verrückt. Du bist die Tochter von Rodon Malkia. Ja, aber jetzt verstehe ich es selber nicht so ganz. Wenn sie die Tochter von Rodon ist, warum plant sie dann eine Revolution gegen ihren eigenen Vater? Rodon ist kein guter König, nicht wahr? Rodon ist ein Ungeheuer, Magia. Hast du das vergessen? Ja. Und Rodon, ist das nun das Ende für ihn? Ja, aber ich brauche dich. Ich muss dich um etwas bitten. Oh Gott, oh Gott. Erstmal hier das schwarze Gewölbe. Mein Vater? Ist der da drüben, in diesem Boot? Dieses Boot ist das schwarze Gewölbe, die Festung von Rodon. Dort hast du deine Kindheit verbracht, bevor sie dich nach Genf brachten. Mhm, okay, ja, soweit ist mir das jetzt klar. Also meine Mutter ist ja scheinbar, oder Malkias Mutter ist ja scheinbar mit ihr davon geflohen vor Rodon, ich weiß nicht warum. Das wird leider nicht erklärt in dem Spiel. Was wollen Sie mich fragen, Siri? Ich habe nichts mit dieser Revolution zu tun. Ich will nach Genf zurückkehren, ich will nach Hause. Du bist bereits zurückgekehrt, Malkia. Hier ist deine Heimat, genau hier. Siri, worauf wollen Sie hinaus? Die Revolution ist genau nach Plan verlaufen, bis zu diesem Moment. Es liegt im Interesse von allen, dass wir es schnell und ohne unnötiges Blutvergießen beenden. Geh zu Rodon und sag ihm, dass das vorbei ist. Sag ihm, er soll aufgeben. Sie wollen, dass ich Ihnen den König ausliefere? Du meine Güte, ich kenne ihn nicht einmal. Mein Name ist Anne Smith. Ich möchte Zeit sparen und Leben retten. Ich verspreche ihm nichts, Magia. Ich will nur, dass er offiziell auf seine Macht verzichtet. So dass dieser Krieg so bald wie möglich zu Ende ist. Nur seine eigene Tochter könnte ihn überzeugen. Was muss ich tun, Siri? Zuerst musst du auf dieses Boot und diesen Trommeln Einhalt gebieten. Sie haben ein Problem mit den Trommeln, Oberst Siri? Ja, meine Soldaten sind eine abergläubische Bande. Sie glauben, dass Rodon von übernatürlichen Mächten besessen ist. Solange die Begräbnistrommeln weitermachen, werden sie sich weigern, dieses verdammte Boot anzugreifen. Und Sie wollen, dass ich die Trommeln zum Schweigen bringe. Ist es das? Ja, so bald wie möglich. Dann werden meine Männer das schwarze Gewölbe umzingeln. Ich soll also ins schwarze Gewölbe die Trommeln stoppen und dann Rodon überzeugen, sich zu ergeben? Ja, genau das, Malkia. Ich werde tun, was Sie verlangen, Siri. Auf Wiedersehen. Nimm dieses Funkgerät mit, Malkia. So können wir, du und ich, in Verbindung bleiben. Supi. Jetzt haben wir auch noch ein Funkgerät gekriegt. Hervorragend, Walkie-Talkie. Ja, aber wie wir uns auf den Weg machen in das schwarze Gewölbe, was ja scheinbar die Festung von Rodon ist,
Das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge, denn ich werde jetzt auch hier wieder einen kleinen Schnitt machen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Wir sind ja von einer Falle in die nächste irgendwie hineingestolpert. Ja, aber wir konnten uns jedes Mal gut befreien. Super. Das ist ganz toll. Jedenfalls wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt sauber und gesund. Und bis demnächst, wenn ihr denn so wollt. Tschüss.